Willkommen zu einer neuen Folge Brookhaven zusammen mit der Izzy. Wir spielen heute Geburt bis Tod als Ärzte und hier ist alles sehr Halloweenig eingerichtet schon, weil jetzt ja bald Halloween ist. Überraschung. Yay! Also mal gucken, was wir da für Patienten so kriegen. Aber ich würde sagen, let's go! Bingo! Oh, warte. Hä? Ich habe doch schon einen Arzt hier drin. Ja, kommen Sie gerne rein. Hallo, die Tür ist offen. Oh, die Tür ist offen. Hi. Okay, ganz kurz. Sie haben jetzt hier schon einen Kollegen reingeschickt. Der ist bei mir oben im Zimmer. Süßes oder Saures? Da sind Sie gar keine Ärztin. Da sind Sie eine Ärztin? Süßes oder Saures? Ich sammle Süßigkeiten. Okay, ich habe jetzt hier keine Zeit für irgendwelche Süßigkeiten oder Quatsch. Ich krieg hier ein Baby. Okay, ja, dann viel Spaß. Ja, nix da viel Spaß. Also, ich muss irgendeine... Können Sie mich zum Krankenhaus bringen? Krankenhaus? Krankenhaus? Das haben Sie doch nicht mehr. Ja, dann müssen Sie das Kind hier kriegen. Bist du jetzt eine Ärztin oder nicht? Oder was? Hier ist ja, ein richtiger Arzt. Ja, bin ich auch eine Ärztin. Jetzt komm schon. Ich bin zumindest wie eine verkleidet. Jetzt los. Oh mein Gott, so okay. So schwer kann das doch nicht sein. Soll ich zum Bett? Ja, selbst Kühe können Kinder kriegen. Okay. Dann schaffen Sie das auch. Also los. Okay, dann... Ja? Okay, ich versuch's rauszukriegen. Geben Sie Ihr Bestes. Und da ist es. Ach, wunderbar. Was für ein hübscher Junge. Das ist doch kein Kind. Oh, dann wo ist mein Kind? Wo ist mein Baby? Oder ist es das hier? Ja, klar, es ist das hier. Das sieht aber jetzt echt aus wie ein Affe. Ho? Ah ja, hier, bitteschön. Was für ein wunderschönes Kind. Danke. Dankeschön. Ja. Vielen Dank. Ich gehe dann mein Hotdog essen. Ciao. Ich glaube, das war gar keine richtige Ärztin. 100% irgendein random, keine Ahnung, Halloween-Mensch hat mir jetzt gerade hier mein Kind. Aber ist okay. Es ist gesund, ihm geht's gut und ich glaube, das ist das Wichtigste. Anja! Hallo! Hi! Hallo, Hi. Ich bin wieder zu Hause. Hast du mir was zu essen gemacht? Nee, habe ich nicht, aber ich habe hier einen Apfel, den kannst du haben. Wunderbar, danke für diesen Apfel. So, komm, du musst jetzt langsam ins Bett, es ist ziemlich spät. Ist es schon so spät? Muss ich wirklich schlafen? Es ist schon sehr spät. Kannst du mir noch was vorlesen, Mama? Kann ich auch was vorlesen, wenn du willst, ja. Okay. So, dann wollen wir mal. Okay, was darf ich dir denn lesen? Welches Kapitel möchtest du? Ich hätte gern das mit der Ärztin. Das mit der Ärztin schon wieder? Okay, ah, na dann. Also, dann müssen Sie den menschlichen Körper einmal kopfüber aufstellen und das rechte Bein 90 Grad drehen. Und dann müssen Sie an dem kleinen Finger ziehen und dann löst sich der Furz normalerweise aus dem Darm Ihres Patienten. Das ist, denkst du, das ist wahr? Denkst du, das stimmt, was da steht? Ja, das steht hier in einem Ärztebuch. Das wird schon stimmen. Guck mal, ich habe auch ein Geschenk für dich mitgebracht. Weil du hast ein Geschenk für mich? Ja, hier, bitteschön. Oh mein Gott, ist das eine echte Spritze? Ja, natürlich. Darf ich die in dein Bein machen? Nee, da ist Gift drin, bitte nicht. Warte, wieso gibst du mir eine Giftspritze? Ah, okay, da ist nur Wasser drin, aber trotzdem ist es nicht so gut. Okay, ich mach okay, aber? Nein, das ist nicht okay, daran kann man auch sterben. An Wasser? Ja, natürlich. Aber Wasser trinkt man doch auch. Ja, aber man spritzt es sich nicht in den Körper. Jetzt hör doch mal auf damit. Ich hätte dir keine Spritze schenken sollen. Du bist noch viel zu jung dafür. Gib sie wieder her. Kann ich mit der Spritze... Kann ich dir das Wasser in deinen Mund spritzen? Das ja, kannst du dann ja trinken. Ja, so eine Wasserpistole. Das ist okay. Okay. Und... Mund auf. Und... Tschup. Boah, war doch Gift. Oh nein. Oh nein. Wirklich? Nein, Mami. Oh mein Gott. Ist alles okay? Oh Mann, ich bin so aufgeregt. Das ist mein erster Tag in der Uni. Ich habe jetzt meine Schule geschafft und ich kann jetzt endlich Medizin studieren, damit sowas wie mit meiner Mutter nie wieder passiert und ich endlich lerne, wie man eine richtige Ärztin wird und ich Leuten helfen kann und ihnen nicht Sachen irgendwo hinspritze, die ich nicht spritzen soll. Ich bin so spät und eigentlich komme ich zu meinem eigenen Unterricht. Und wo war der noch mal? Oh, eng. Hallo, Entschuldigung. Bist du die Professorin für Medizin? Ja, weißt du, wo mein Unterricht stattfindet? Ich finde mein Klassenzimmer nicht. Das ist mein erster Tag. Ich weiß es auch nicht, aber ich muss auch hin. Vielleicht ist es in der Aula. Ah. Weil das ja die Vorlesung ist. Ich glaube, die müsste hier hinten in dem Hörsaal sein. Meine Damen und Herren, ich kündige an die beste Professorin, die es jemals gegeben hat. Oh mein Gott, ich bin so aufgeregt. Professor Cheesy. Hallo, hallo, guten Tag. Hallo. Guten Tag. Ja, willkommen, liebe Studenten. Applaus, Applaus, vielen lieben Dank. Ja, ich bin hier die Professorin und werde euch in die Medizin einführen. Habt ihr irgendwelche Fragen? Ich habe eine Frage. Es ist mein erstes Semester hier als Medizinstudentin und ich wollte fragen, ob wir irgendwelche Unterlagen brauchen, ob ich was kaufen muss und wann wir die coolen praktischen Sachen lernen. Und ja, das Einzige, was du brauchst hier, ist ein Buch, eine Spritze und natürlich eine Axt. Okay. Hast du alles dabei? Ich habe alles dabei. Ja, wunderbar. Na, dann let's go. Dann schneiden wir mal unseren ersten Patienten auf, nicht wahr? Komm mit. Oh, okay. Cool. Direkt so praxisorientiert. Das gefällt mir.
mein Gott, ich glaube, bald muss ich dran sein. Ich bin so gespannt, ob ich bestanden habe. Okay, meine Professorin ist da vorne schon. Auf die Bühne mit dir! Okay. Los, komm her, herzlichen Glückwunsch. Du bist die nächste und einzige Absolventin dieses Jahr, die es geschafft hat. Nein, wirklich? Ich habe es geschafft? Herzlichen Glückwunsch. Oh mein Gott, danke schön. Die anderen sind alle durchgefallen. Oh mein Gott, ich wusste, ich kann Ärztin werden, wenn ich mich nur genug darauf konzentriere. Ich bin so aufgeregt. Vielen, vielen Dank, Frau Professorin. Yay, jetzt musst du nur noch einen Job finden. Okay, ich glaube, das sollte kein Problem sein. Im Krankenhaus suchen Sie doch, oder? Mal gucken, da wollte ich auch gerade anfangen. Bis dann. Bis dann. Oh mein Gott, jetzt kann ich wirklich endlich mein Leben als Ärztin anfangen. Ich bin so aufgeregt. Oh mein Gott, du arbeitest hier? Entschuldigung? Hi, du bist meine ehemalige Professorin. Ich bin Ronja. Ronja, du bist die Einzige in der Abschlussklasse gewesen. Genau, genau, genau. Stimmt, ja, du warst ein richtiger Streber, richtig? Aha. Ach ja. Ich habe jetzt gerade einen Job im Krankenhaus bekommen. Ah, wunderbar. Ja, das hier ist das Krankenhaus. Also, hä, voll cool. Du hast es gefunden. Ja, wunderbar. Den kenne ich sogar jemanden hier. Hm? Ja, klar, gerne. Okay, alles klar. Also hier ist unsere X-Ray-Maschine. Da lässt du auf gar keinen Fall jemanden mit Metall rein. Ansonsten fliegt das aus deinem Körper und der explodiert. Okay. Dann haben wir hier die drei Behandlungsräume. Da brauche ich, glaube ich, nicht so viel zu erklären. Mhm. Mittleren kommen die Zombies rein. Und alles klar. Das hier ist die Operation. Thematik Zombie. Wieso? Warte, was? Hast du das gerade gehört? Was für Zombies? Warte, der Fernseher. Oh. Hä? Moment. Was? Wie jetzt? Eine Zombie-Apokalypse? Ha? Oh nein, ich muss da aushelfen. Entschuldige mich, Ronja, du musst das Krankenhaus alleine führen. Wie soll ich denn das ganze Krankenhaus alleine führen? Bist warte, du nicht die Oberärztin? Ein Unfall gab es auch noch? Okay, du wirst wahrscheinlich eine Menge Patienten kriegen. Ich muss kurz zur Apokalypse. Wir sehen uns. Okay, klasse, super. Dann freue ich mich. Viel Erfolg bei der Apokalypse. Jetzt kommt Unfall. Oh mein Gott, ich kann doch überhaupt nicht operieren. Ich bin doch noch eine neue Ärztin. Soll ich die erste Assistenzärztin sein oder so? Muss ich jetzt hier das ganze Krankenhaus alleine leiten? Oh mein Gott, ich habe so Angst, wenn erste, keine Ahnung, Unfallopfer kommen, dass ich gar nicht weiß, was ich tun muss. Nein! Ah, Hilfe! Oh huh? Nein, 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 nein! Geh noch weg, geh noch weg, geh noch weg! Oh nein! Wer bist du mach denn? Sie weg, mach sie weg! Mach sie weg! Oh Gott, was hast du denn? Hey! Oh nein! Hilf mir doch! Die Spinne! Was machst du? Die Spinne? Okay, warte, warte, bleib stehen, bleib stehen, bleib stehen! Oh, ich kann dich helfen! Stehen, bleib, sie ist hinter mir! Warte, ich bleib stehen, ich mach die Spinne weg! Ich mach die Spinne weg! Okay, warte! Okay, bleib stehen. Mach sie und... Oh, okay. Danke. Warte, wo hast du sie jetzt? Wo ist sie? Wo ist sie hin? Ich hab sie raus. Alles gut. Ah, weg. Ah. Mach sie klar. Alles... Okay, ich freue mich, dass ich helfen konnte. Okay, das war ein guter erster Patient. Das lief gut. Ich sag, das lief gut. Dann fülle ich hier kurz einmal die Dokumentation aus. Kleines Kind kam rein, Spinne auf dem Rücken, Spinne entfernt. Warum war da überhaupt so eine gigantische Spinne? Ist das einfach sein Halloween-Kostüm gewesen? Sie ist es oder Saurus! Das ist ein Krankenhaus hier. Ha? Das ist ein Krankenhaus. Sie ist es oder Saurus! Bist du das... hier? Hallo? Hi? Sie ist es oder Saurus! Es ist ein Krankenhaus. Wir spielen kein Süßes oder Saurus hier. Also bist du Saurus? Ja. Okay. Oh mein Gott! Nein, 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 nein! Sag, sag, gib mir die Süßigkeit! Halt, stopp! Was willst du? Rück die Süßigkeiten raus! Ich hab ein Stethoskop! Ich hab gesagt Süßigkeiten, oder muss ich ernst machen? Ich hab hier keine Süßigkeiten, ich hab aber ein Stethoskop, das kannst du haben. Jetzt gib schon her, gib mir irgendwas Süßes, oder ich... Okay. Ich leg dem da einen Eisenklub in die Maschine. Mach das nicht, aber du kannst dir hier, guck mal, du kannst dir hier einen schönen Ohrabhörer nehmen. Hier, den kannst du haben. Was soll ich denn damit? Ja, den kannst du haben. Ja, wir haben sonst hier nichts. Oh. Was war diese Pflanze hier? Du, nimm die Pflanze. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das Süßigkeitenbaum ist. Danke. Klar, gerne. Hast du sonst irgendwelche Krankheitssymptome? Husten vielleicht? Mir steckt ein Messer im Kopf, aber sonst geht's mir gut. Danke. Oh, stimmt, das habe ich gar nicht gesehen. Da steckt wirklich ein Messer im Kopf. Oh mein Gott. Aber die Leute scheinen alle ganz ruhig zu sein. Das ist gut. Hallo? Hallo? Entschuldigung, bin ich hier richtig? Oh, ich kann sie durchs Fenster sehen. Oh, was? Behandlungszimmer 1. Behandlungszimmer 1, okay. Ja. Moment, ich komme vorbei. Wunderbar, hallo. Ich gehe nicht so gerne ins Krankenhaus wegen der Keime. Das werden Sie sicher verstehen. Wegen den Keim. Können wir uns übers Fenster unterhalten? Ja, na klar. Aber du kannst auch vorne reinkommen. Hier ist außer mir gerade niemand. Na gut, okay. Alles klar. Ich glaube, ich bleibe hier vorne stehen. Also, okay. Ja, ich habe... Und zwar habe ich eine Frage, ja? Ja.
ich habe mir vorhin beim Eierschälen, weil jeder weiß ja, der Halloween-Hase hat wieder die Eier verteilt, habe ich mir so ein Stück Eierschale in meinen kleinen Fingernagel geritzt. Und ich glaube, das hat sich vielleicht entzündet. Es hat sich entzündet. Zeig mal her, deine Hand. Ja, da. Okay, nein, das ist nicht schlimm. Das kann man einfach, das kann ich hier gleich aber mit der... Was ist, wenn sich da irgendwie eine Krankheit... Was, wenn ich jetzt Pest habe? Pest? Ja, zum Beispiel. Oder Cholera? Also eigentlich gibt es das gar nicht mehr so richtig. Ich kann dir gerne ja, mit einer Pinzette... Was, wenn das Huhn vielleicht so eine Krankheit hatte und dann hat es ein Ei gelegt und jetzt habe ich das? Da musst du dir echt keine Sorgen machen, aber ich kann das... Ich kann das gerne auch nochmal desinfizieren, wenn du das möchtest. Ja, desinfizieren, bitte desinfizieren. Okay, Moment, ich komm mal mit hinten in den Behandlungsraum. Ich ziehe die jetzt erstmal mit der Pinzette raus, ja? Hier, da machen wir einmal zu, damit keine Keime reinkommen. Oh, das ist gut. Okay, dann bitte einmal unter das Desinfektionsgerät stellen hier. Ja, okay. Okay, dann... Okay. Oh, ja. Oh, ist das schön. Oh, ich bade. Okay, jetzt müsste der Finger... Ja, nicht so viel. Das ist ungesund, wenn man zu viel Desinfektionsmittel abkriegt. Oh nein, das ist nicht ungesund. Das ist wunderbar. Es gibt nichts Besseres, als darin zu baden. Oh mein Gott. Schön. Du bist ganz lila. Du hast... Nein, das ist viel zu viel Desinfektionsmittel. Okay, du bist unbedingt nein, das ist schon mal passiert. Mir geht's wirklich... Okay. Oh mein Gott. Nein. Okay. Hey. Hallo. Alles gut? Okay, sie ist mal eingeschlafen. Kommst du mal bitte mit? Warte, was? Wieso ist die grün? Nein! Oh mein Gott, das ist bestimmt so ein Zombie-Epidemie! Nein. Okay, hey! Das ist das Infektionsmittel, garantiert. Hallo? Ist alles in Ordnung? Hallo? Fühlst du dich gut? Gehirn! Nein! Oh mein Gott, wollte sich nicht meine Kollegin um die ganzen Zombies kümmern? Wieso bist du denn jetzt... was ist das Letzte, an was du dich erinnerst? War es wirklich ein Huhn? Babys fressen! Nein, keine Babys fressen! Au! Au! Okay, Gott sei Dank sind Zombies ein bisschen dumm. Oh mein Gott, zum Glück sind Zombies dumm. Okay, der schläft jetzt. Dann schließe ich mich mal lieber hinten in Behandlungszimmer 2 ein, damit mich die Zombies nicht finden und warte hier jetzt, bis meine Kollegin kommt und gucke in der Zeit Fernsehen. Oh, da kommt jemand. Okay, das ist gut. Das ist ein Autoschlüssel, die höre ich. Das heißt, es ist eine andere Ärztin, die jetzt hier gerade ankommt. Ja, hi. Und wie war's im Krankenhaus? Oh Mann, die Zombie-Apokalypse gerade, die war wirklich furchtbar. Stressig, die kam auch aus dem Nichts, oder? Ja, total, aber wir haben alles in den Griff bekommen. Die ganzen Zombies sind ihrem Ende entgegengeführt worden. Oh mein Gott, vorhin kam auch irgendwie... Ich dachte erst, die wären ganz normale Hypochonder, weil sie meinte irgendwas mit, oh ja, sie hat eine Eierschale berührt. Aber dann hat sie sich in Zombie verwandelt und wollte mein Gehirn und die Babys essen. Ah ja, die Eierzombies, die sind bekannt. Es sind wirklich Eierzombies? Ja, eine Menge. Die schlüpfen aus Eiern und dann jeder, der das Ei berührt, wird selber zum Zombie. Zum Glück habe ich das Ei nur mit den Handschuhen angefasst. Und die Handschuhe sind sicher? 99% sicher. Okay, dann mache ich mir keine Sorgen. Boah, ich bin froh, dass du es da rausgeschafft hast, ne? Ja, ich habe die ganze Zeit alleine das Krankenhaus halten müssen. Nein! Oh mein Gott, nein! Du bist auch grün! Du bist auch grün! Ich dachte, dass das eine mit den Handschuhen angefasst war und da Löcher in den Handschuhen. Nein, Hilfe! Okay, nein, ich wollte Tisch. Au! Fressen, Gehirn! Warte, du hast mich gebissen! Wieso beißt du mich denn? Ich verstehe nicht. Oh mein Gott. Ich fühle mich langsam. Hallo? Andere Ärztin-Zombie? Wo bist du? Menschen? Sind irgendwo Menschen? Boah, ich habe so einen Hunger. Vielleicht... Oh mein Gott, das sind die Babys. Oh mein Gott, ich habe so Hunger auf Menschenfleisch. Yeah. Woo! Hey! Oh! Da vorne war jemand. Oder Saures! Gehirn! Ich brauche Gehirn! Bleib stehen! Bleib stehen! Oh mein Gott, das kleine Kind, das schnapp ich mir! Oh ja! Lass das Kind in Ruhe! Nein! Lass es in Ruhe! Oh, das war ein guter Snack für Nachmittag. Warte, du bist die Nächste! Zombie! Au! Ah, Hilfe! Yes! Oh nein! Ich hab ihn! Meine Wange! Wieso schießt du auf Zombies? Das Saures! Saures. Okay. Sauer hier bitte. Danke. Ja. Oh, mir wird ganz schwindelig. Ich glaube,
Hallo? Kommst du zurück? Ich muss ins Krankenhaus. Oh, hallo? Mann. Mein Gehirn löst sich auf. Oh ja, das ist normal. Du bist ja ein Zombie. Oh. So, das war's mit dieser Folge. Roblox, Brookhaven, Geburt bis Tod als Doktor und dann Zombie. Als Dr. Zombie, so ist mein Name. Ich bin immer noch Dr. Zombie. Ich esse gleich dein Gehirn, wenn du hier aufmuckst. Fröhliches Halloween dir, Ronja. Dankeschön, fröhliches Halloween dir auch. Und dann würde ich sagen, abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Ansonsten kommen wir als Zombies euch holen. Das ist ein Fakt. Das ist ein wahrer Fakt und das ist nicht gelogen und ausgedacht. Auf keinen Fall. Schaut unbedingt bei Easy vorbei und dann macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.